Moment. So. Und ich muss aber noch mal ganz kurz im Spiel selber was überprüfen. Und ich habe es mir tatsächlich, wir haben uns schon gedacht, ich habe ja mit Lichti gestern so ein bisschen noch drüber gesprochen, wie das jetzt alles hier zusammenhängt, inwiefern das alles hier zusammenhängt. Und zu diesem komischen, ja, Schnitt, Lichtschnitt, wie man das so schön sagt, hatte Lichti gestern auch eine interessante Aussage getätigt. Und zwar, man weiß ja, es gibt jetzt wohl zwei Zeitlinien. Einmal die Zeitlinie, wo wir sind, also wo Cloud und Aeris da, also, ne? Und jetzt die Zeitlinie, wo Zack am Leben ist. Und in dieser Zeitlinie scheint wohl irgendwas nicht zu stimmen. Denn man sieht diesen Schnitt. Ich nenne es jetzt mal einfach mal Schnitt. Können wir jetzt gar nicht mehr erwachsen werden? Und beruhigen wir uns erstmal. Du warst doch mit Aeris unterwegs, oder? Und da hatte Lichti gestern gesagt, es gibt hier diese Weapon. Ne, die. Und diese Weapon tauchen ja nur auf, wenn der Planet ja vom Sterben oder kurz vom Sterben liegt, im Sterben liegt. Ich habe lange genug gelebt und hatte ein erfülltes Leben. Sollte ich jetzt gehen? Und man hat ja schon die eine Weapon gesehen, das war Rubin. Es gibt Rubin, Smaragd, Saphir, Omega und so weiter. Es gibt 5 Stück, ich weiß es nicht mehr. Die Makro-Quellen sollen angeblich völlig und die soll wohl diese. Lichti hatte die Befürchtung gestern, dass Omega in dieser Zeitlinie, wo Zack jetzt gerade am Leben ist, also die wo wir jetzt hier gerade spielen, es ihn wohl nicht mehr gibt, weil genau solche Sachen Phänomen dafür sind, dass es Omega, die sehr wichtig ist, es nicht mehr gibt. War der Typ hier mal in den Slums? Da bin ich leider überfragt. Das heißt wohl, dass Omega, die wohl für den Lebensstrom oder aus dem Lebensstrom selbst entspringt, nicht mehr vorhanden ist oder irgendwie so ähnlich war's. Mit Neuigkeiten zu dem Riss, der plötzlich am Himmel über Midgar aufgetaucht ist. Nach jüngsten Erkenntnissen der Forschungsabteilung von Shinra hat die bisher nicht näher definierte Strahlung, die von dem Riss ausgeht, keine gesundheitsschädlichen Auswirkungen. Weiterhin äußerte sich der Leiter der Sicherheitsbehörde. Hey, den hier schon mal irgendwo gesehen? Sorry, keine Ahnung. Wir arbeiten fieberhaft daran, die Ursachen des Phänomens zu klären. Na, also das Omega, also die eine Weapon, die so übelst wichtig ist, natürlich alle Weapons sind wichtig, aber das ist die Weapon, wohl hier in dem Bereich wohl nicht mehr geben wird. Ich weiß nicht. Wie gerne. Dazu nur das gemacht, was sie allein gemacht haben. Unser letztes. Ich suche nach diesem Mann. Noch nie gesehen. Oh Gott. Was ist los? War das wieder Avalanche? Bestimmt. Verdammt. Unser letztes Erinnerungs. Was ist denn da jetzt passiert? Oh, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Es war doch sicher wieder Emily. Ja, genau. Stimmt. Das ist ein Hund. Die Express. Ich will nicht. Wir wollen doch einfach nur unsere Ruhe haben. Ja, ihr Lieben, ihr werdet eure Ruhe aber nicht mehr haben. In der Avalanche ist dafür verantwortlich, dass es alles kaputt. Hab ich dich. Flucht aus dem Paradies. Entschuldigung, sag mal, wo soll's eigentlich hingehen? Nach Süden. Das
Kapitel 9, Beschützer des Planeten. Hey, Herr Chi, du tust fast so, als wären wir schon ewig Freunde. Aber wir sind ja so gut wie gar nichts über dich. Viel gibt's auch leider nicht zu berichten. Bin bloß ein einfacher Angestellter der Shinra Resorts. Meetings, kopieren, Kaffee kochen, das war's schon fast. Noch ein Schuss und also. Hä, lenk ich jetzt gerade oder lenken die? Schoßkatze! Was du nicht sagst. So ein interessanter Haufen wie ihr ist mir noch nie begegnet, wisst ihr? Das hat meine Neugier geweckt. Also habe ich mich euch angeschlossen. Ach so, na immerhin hast du vorher gefragt. Nicht! Jetzt sei doch nicht so. Lass uns lieber den Ausflug genießen. Gott, die Arme. Geht es wieder? Gar nicht. Was jetzt? Wir haben keine Ahnung, wo die Schwarzkutten sind. Und ziellos umherfahren bringt auch nichts. Ich will nicht mehr. Ich weiß, was wir jetzt brauchen. Horoskop. Die Sterne werden uns den Weg schon zeigen. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Glücksessen. Pilze. Pilze? Pilze. Pilze. Oh! Barrett! Du hast doch vorhin den Reaktor von Coral erwähnt, als es um die Arma ging. Dir habe ich davon aber nicht erzählt. Nun ja, ich weiß genau, dass es nicht weit von hier noch einen stillgelegten Reaktor gibt. Reaktor? Materia? Hier, ich! Dann bin ich doch dabei! Auf zum Reaktor! Die Arme. Kann ja nicht schaden, mal vorbeizuschauen. Ein bisschen fahren müssten wir allerdings noch. Was meint ihr? Warum nicht? Ah, Cloud, übernimmst du? Warum müssen eigentlich immer wir fahren? Unser Ziel ist die grüne Oase im Süden. Wir sind schneller beim Reaktor, als ihr Marco sagen könnt. Ja, wir haben ein neues Gruppenmitglied. Ich darf jetzt fahren. Der Buggy transportiert dich an Land sowie durch seichtes Wasser und ist dabei schneller als ein Chocobo. Während du im Buggy sitzt, werden Materialien für die Synthese in der Nähe automatisch eingesammelt. Drücke, schau kurz nach unten, um deinen Buggy zu rufen. Lenken, mit, okay. R2 beschleunigen, L2 bremsen rückwärts und R1 ausstecken. Neue Attraktion im Gold Saucer. Gold Saucer hat neue Attraktion erhalten. Durch deine erfolgreiche Teilnahme am Chocobo Cup hast du nun die Gelegenheit, an den Chocobo Rennen teilzunehmen. Und in der Muskelmanege steht dir nun die Option, einen Sechserkampf zur Verfügung. Was ich mich jetzt allerdings frage, können wir mit dem Ding eigentlich auch... Das wäre natürlich jetzt geil, wenn das gehen würde. Ich würde gerne mal die Türme so ein bisschen. Was genau hat dieser Reaktor eigentlich mit den Pilzen aus dem Horoskop zu tun? Nun, der Reaktor steht mitten in einem Ort der Berühmtheit.
Wie geil. Hi Retro, willkommen im Stream. Das ist ja cool. Mach mich fertig, du Fälschiger. Du darfst noch nichts. Da geht noch was. Da also. Das tut weh. Retro, wie geht's dir? Los! Es geht los! Na? Kurz und schmerzlos! Weiter geht's! So, kurz den Turm hier aktivieren. Ganz gut mit dir. Freut mich, mir geht's soweit auch ganz gut. Bisschen müder und sonst passt schon. Und es gibt leider keine 18 Kapitel, muss ich nochmal korrigieren. Es gibt leider nur 14. Es ist sehr kurz dieses Mal. In Anführungszeichen sehr kurz. Ist das der Sandsturm? Hä? Ich muss euch enttäuschen, denn das, was ihr sucht, hat bereits einen rechtmäßigen Besitzer. Brecht eure Suche ab und verschwindet, solange es euch noch möglich ist. Redest du von der Protosubstanz? Protosubstanz? Nein! Nur ein Barbar denkt sich solche Namen aus. Wovon ich spreche, ist meine unersetzliche, meisterhafte Ausrüstung. Die Gen... Was? Oh, oh nein! Meine Kraft, sie spendet schon wieder!
Hat er gerade von der Genji-Rüstung gesprochen? Was war das denn? Endlich bin ich durchgekommen. Alles klar bei euch, Cloud? Ja, keine Sorge. Aber was war das gerade? Einen Moment. Ich analysiere. Bei dem Sandriesen, der eben aufgetaucht ist, konnte ich protosubstanzielle Signale orten. Das legt die Vermutung nahe, dass er es auch auf die Protosubstanz abgesehen hat. Na wunderbar. Er könnte jederzeit wieder auftauchen. Nehmt euch in Acht. So, ich wollte jetzt aber da hinten hin. Hat er da gerade von der Genji-Rüstung gesprochen? Gibt es die Genji-Rüstung im 7? Also, dass es die in Crisis Core gab, das weiß ich. Da haben wir ja das ganze Ding durchgesucht. Welche Kreaturen haben hier ihren Bau? Oder sagen wir besser, ihre Festung? Sieht nicht aus, als könnten wir da einfach reinspazieren. Analyse läuft. Ein Treffer in Shinras Datenbank. Der Eintrag zu den sogenannten Chroniken des Gebieters enthält ähnliche Schriftzeichen. Ich versuche ihn zu dekodieren. Sehr interessant. Cloud, wie es aussieht, müsst ihr zuerst einen Kaktorfelsen in der Wüste finden, um diese Tür zu öffnen. Bitte, was für ein Felsen? Es handelt sich um ein Erzgestein, das einem Kaktus ähnelt. Da Cloud die Tür berührt hat, sollte der Felsen nun grünlich leuchten. Es besteht somit keine Verwechslungsgefahr. Außerdem müsste irgendwo bei euch eine kaktusförmige Statue herumliegen, oder? Genau die. Diese Statue wird euch zu dem Kaktorfelsen führen, der euch wiederum die Tür öffnen kann. Cool. Wir müssen uns wohl erst beweisen. Hm? Ich bin sicher, ihr schafft das. Die Kaktorstatue weist dir den Weg zum nächsten Kaktorfelsen. Halte Schalkreis nach oben gedrückt, um die Kaktorstatue hochzuhalten und folge dem Licht zum Felsen. Okay. Einmal hochhalten, bitte. Ganz kurz, ich will hier ganz kurz das Verkehren. Die fragen, wie man da hochkommt. Ah ja, okay. Da kannst du hoch üben, aber oh ja. Ich frag gar nicht. Wie soll man denn da hochkommen, bitte? Wir testen, ob wir jetzt auch mal hier durch das Wasser fahren können.
Okay. Damit könnten wir dann auch die andere Aufgabe machen. So, Flossenschlitzer, eine seltene Spezies von Sandspeiern, die nach dem Bau des Goldes ins Land ins Leben fand. Der Einfluss von Marco hat den Flossen blau gefärbt. Dein Gelaber nervt. Ach, Gott im Himmel. Wie kann man so nervig sein? So, der Moment. So, da ist er. Von dem haben wir auch keine Analyse. Orangefarbener Kaktor, ein Pflanzenungeheuer, das in Wüsten beheimatet. Durch die Jahreszeiten wächst, hat es seine Färbung geändert. Es ist der schüchternste unter allen Kaktoren und neigt dazu, mit hochrotem Gesicht davon zu laufen. Alles klar. Kleine Show gefällig. Jetzt wird abgerechnet. Sehr gut.
vorstellen. Was weiß ich? Ziemlich stacheliger Job, was? Los, weiter geht's. Nicht schlecht. Okay, war nichts drin, schade. Cool. Gott, ich sehe nichts. Kurz einmal hier rum. Hätte ja sein können, dass da eine Kiste ist oder sowas. Oh, wie putzig! Du verstehst nicht zufällig, was sie sagen, oder? Die Kaktoren sehen sich als Beschützer der Protosubstanz und das schon seit Generationen. Für sie ist es der Wüstenschatz. Sie werden ihn unter Einsatz ihres Lebens gegen alle verteidigen, die ihn an sich reißen wollen, bis sein wahrer Besitzer zurückkehrt. Und wer soll das sein? Gute Frage. Das ist ja auch nur eine Legende. Kaktoren, die an irgendwelche Märchen glauben? Also das ist doch mehr als absurd. Wer wagt es, unsere Legenden und Traditionen in den Dreck zu ziehen? Na, na, könnt auf dem Teppich bleiben. Ich bin Gobby, ein Nachkomme der Goblins. Unsere Völker verbindet ein uralter Pakt. Ich bin also sowas wie der Vorsteher dieser Kaktoren. Der spricht ja. Wenn man was zu sagen hat, muss man sich halt eine Sprache aneignen. Menschen sollten mal von ihrem hohen Ross runterkommen. Jedes Wesen kann sprechen lernen. Da gebe ich dir recht. In der heiligen Schrift der Kaktoren, den Chroniken des Gebieters, heißt es, wer den Wüstenschatz sucht, muss sich zunächst einer Prüfung unterziehen. Dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr euch auch als würdige Besitzer des Wüstenschatzes erweisen könnt. Was wird das denn? Hier kommt eure Prüfung. Wenn ihr alle Kaktoren innerhalb der vorgegebenen Zeit besiegen könnt, reden wir weiter. Mal sehen. Ich denke, du solltest dich der Herausforderung stellen. Okay, beweise dich in einem Spiel gegen eine Armee stacheliger Wüstenflitzer. Besiege innerhalb der vorgegebenen Zeit so viele Kaktoren wie möglich. Je mehr du schaffst, umso höher ist deine Punktzahl. Erreiche die Mindestpunktzahl, um das Spiel erfolgreich abzuschließen. Die Flinkenbiester haben verschiedene Eigenschaften und geben unterschiedlich viele Punkte ab. Physikaktoren lassen sich leicht mit physischen Attacken besiegen und Medikaktoren mit magischen wie fiesen Injutsu verwendet die passende Angriffe. Oh, Gottes Willen. Okay, dann wollen wir mal.
ja mies. Nein, verdammt. Voilà des mal fait. Gar nicht mal so schlecht. Danke. Und jetzt drückt die Protosubstanz raus. Beim komischen Namen habt ihr euch da ausgedacht? Aber gut, versprochen ist versprochen. Das ist übelst cool gewesen. Das ist der Wüstenschatz. Oder besser gesagt, ein Teil davon. Ein Teil? Wie meinst du das? Der Wüstenschatz besteht aus mehreren Teilen. Ein jedes versteckt an einem anderen Ort. Das heißt... Die Prüfung ist noch lange nicht zu Ende. Wir sehen uns also wieder! Klar, das Ganze hat eine interessante Wendung genommen. Eine Kaktorenarmee, die ihren Schatz hütet, und ein raffinierter Goblin, der sie befehligt. Dazu ein rätselhafter Sandriese in der Wüste und die heilige Schrift der Kaktoren. Meine gestiegene Körpertemperatur sagt mir, ich bin sehr aufgeregt und fiebere mit. Ich konnte das Signal der Protosub... Nein, des Wüstenschatzes orten. Begebt euch zum Reaktor Nummer 2. Sag mal, wie viele von diesen Mini-Reaktoren gibt es insgesamt? Viele. Sie wurden in der Wüste gebaut, um den Goldsourcer mit Energie zu versorgen. Es benötigt eine große Anzahl, um den enormen Verbrauch zu decken. Oh, doch die Bodendegradation der Wüste schreitet immer mehr voran. Damit das Land nicht völlig austrocknet, betreibt man die Reaktoren inzwischen abwechselnd. Glanz und Gloria auf der einen Seite, staubige Trockenheit auf der anderen. Inzwischen ist jeder dieser kleinen Reaktoren zu einer Festung umgebaut worden. Um ihren Schatz zu beschützen, wachsen die Kaktoren wirklich über sich hinaus. Mischt man ihren Kaktussaft mit Sand, bekommt man einen sehr starken Kleber. Besser als alles, was Shinra jemals herstellen könnte. Cool. Ja, Yaffie bekommt jetzt in den nächsten Tagen wohl wahrscheinlich ein Update, weil sie wohl zu stark ist. So. Da wir ja hier sind, können wir doch auch gleich dahin eigentlich.
Da können wir nämlich auch die Johnny-Aufgabe fertig machen. So mehr oder weniger. Also ich finde das schon geil mit dem Buggy, ne? Also jetzt mal ohne Scheiß. Mann, die kleinen Scheißer hier. Da Hinterrei hier. Gucken, ob da oben noch was ist. Ja. Gegengift, Heiltrank, Vermögen mit Medaillen verdeckt. So, den haben wir aktiviert. Oh, schick. Ich muss definitiv mehr Synthese betreiben. Was sagt die? 50 Wertpunkte. Okay.
Achso, genau, haben wir die. Ah, da fehlt noch einer. Das ist ja nah. Ja, ich weiß, da fehlt noch ein bisschen was. So, ich gehe kurz dahin. Rufen unseren Buggy. Mal kurz gucken, wo der genau ist. Da vielleicht? Auch nicht. Denk mal hier. Oder hinten. Ich hoffe, wir sind kampfbereit. Seltene Landwurmspezies identifiziert. Rufe Datenverteidigung auf. Das Land des Landwurms sind im Laufe der Zeit verhämmert, sodass er seine Beute hoffentlich seine Geruch bereit. Ein Dünenwurm. Auf Nummer. So, eine seltene Landwurmspezies, die verschlungenes Aas im Körperinneren zersetzt und in Schlafgas umwandelt. Mit ihren ausgeprägten Geruchs- und Tastsinn spürt sie jede Beute, auf die sie sich im Erdreich verbirgt. Ein wirksames Eis. Sehr gut. Jetzt darf ich dir das sagen. Okay, die habe ich schon mal verkackt. Sollten wir auch mal machen. Genau, wir wollten noch da.
schon sehr. Tomberimir sieht aus. Muss ich hier irgendwas machen? Also ich gehe mal davon aus, dass hier der Tomberi erscheint, oder? Doch nicht. Okay. Oder muss ich erst alle Türme machen und Aufgaben? Kann natürlich auch sein. Das ist so beschissen, dass du da... Naja, gut. So, sag mal hier. Wir gehen jetzt mal da rüber. So, jetzt muss ich das markieren. Eine Höhle, kommt man da vielleicht rein? Würde mich auch nicht wundern. Thank you.
Tor. Halt. So, da wollte ich jetzt aber ursprünglich gar nicht hin. Müssen wir da irgendwie rein? No. Ja, da wollte ich gar nicht hin. Wir müssen doch da irgendwie reinkommen. Okay, ich hätte. Wir machen das mal ganz kurz weg. Ja, okay. Hier nicht. Okay. Viereck. Kreis, Kreis, Viereck, Kreis, Kreis. Zu früh, ne? Ja.
Musik ist klasse, so eine coole Musik hier. So, Moment, damit haben wir das abgeschlossen. Dann haben wir hier noch was. Die Musik klingt super. Also ich gehe mal davon aus, dass man erst alle Türme machen muss, aber das ist ja jetzt nicht so das Problem.